Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Faktor Personal in Krankenhaus und Altenpflege. Die Personalarbeit im Gesundheitswesen ändert sich rasant. Daher müssen sich nicht nur Personaler, sondern vor allem auch Führungskräfte und die Geschäftsleitung intensiv damit befassen. Genau dabei unterstützt dich Dr. Lars Holdorf mit diesem Podcast. Seine Mission ist, dass du im Konkurrenzkampf um Mitarbeiter und Talente erfolgreich bleibst oder wirst. Hallo und willkommen, hier ist Lars Holdorf. In dieser Folge erfährst du, ob und wenn ja, wie New Work auch im Krankenhaus funktioniert. Dazu begrüße ich als Interviewgast Professor Dr. Michael Löhr. Hallo Michael. Hallo Lars. Ich stelle dich den Hörern zunächst einmal kurz vor. Professor Dr. Michael Löhr begann seine Berufslaufbahn als Gesundheits- und Krankenpfleger und studierte berufsbegleitend Pflege- und Gesundheitsmanagement. Nach der Promotion im gleichen Fach wurde er 2013 Professor für psychiatrische Pflege an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Nachdem er schon zuvor für das LWL-Klinikum Gütersloh gearbeitet hatte, kehrte er dorthin 2018 zurück, und zwar in die Stabsgruppe für Klinikentwicklung und Forschung. Seit Juni 2020 ist er dort Pflegedirektor. Okay, Michael, dann lass uns mal starten mit diesem spannenden und aktuellen Thema. Meine erste Frage an dich ist folgende. Wir sprechen ja in dieser Folge darüber, ob New Work auch im Krankenhaus funktioniert. Und New Work ist momentan aus meiner Sicht durchaus ein inflationär genutztes Schlagwort. Würdest du zunächst bitte mal dein Verständnis von New Work definieren und den Hörern erzählen, was für dich zumindest dabei die zentralen Punkte sind? Ja, gerne. Das ist ganz interessant. New Work ist ja schon eigentlich ein sehr altes Konzept, ja, 60er Jahre. Friedrich Bergmann, damals in der Autoindustrie, quasi dort in der Technisierung der Autoindustrie. Viele Arbeitsplätze sind weggefallen und man musste sich damit auseinandersetzen, ob es eine neue Form von Arbeit geht, weg als bloßes Werkzeug, also als Erfüllungsgehilfe für einen definierten Auftrag, hin zur sinnstiftenden Arbeit und wie man solche Prozesse begleiten kann, dass Menschen am Ende das tun können, was sie wirklich, wirklich tun wollen. Ja, und daher gebe ich dir komplett recht, das ist im Moment so ein Buzzword, ja, jeder nutzt es inflationär, aber keiner oder wenige Menschen fangen an, sich sehr konkret darüber Gedanken zu machen, was brauchst du da? Und für mich sind die zentralen Punkte tatsächlich, dass wir auch im Gesundheitswesen, und da sind wir auch in lang tradierten Unternehmenskonstrukten unterwegs, Kliniken, die 100 Jahre und älter sind, wo das Thema Erfüllungsgehilfe oder auch die Wörter gibt es auch noch, ja, also oder auch einfach das Abarbeiten von Themen eine Riesenbedeutung hat, aber die Frage von sinnstiftender Arbeit nicht unbedingt eine große Rolle spielt. Auch die Frage von Demokratisierung von Arbeit, das ist für mich ein Riesenanliegen. Das bedeutet nicht, dass ich glaube, dass wir alles basisdemokratisch regeln können. Für mich bedeutet es aber ganz akzentuiert, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entscheidungsprozessen mitnehmen, dass wir mehr Verantwortung auf Teamebene geben, dass wir probieren, steile Strukturen zu verschlanken, damit überhaupt sowas wie Demokratisierung von Arbeit funktionieren kann. Also für mich sind die zentralen Begriffe Sinnstiftung im Sinne von ja, Work-Life-Balance auch die Frage von, wie schaffen wir es, mehr Verantwortung in die Teams im Gesundheitswesen zu integrieren. Mhm. Gute Ansprüche, kann man sich auch ganz, ganz mit gesundem Menschenverstand erklären, dass das sicherlich die Arbeit wertvoller macht. Gleichzeitig kann man sagen, wenn das Modell aus den 60ern kommt, dann ganz schön lang vorlaufen und ist immer noch nicht richtig angekommen. Also spannend. Du hast in einem anderen Beitrag mal gesagt, dass du überzeugt seist, dass auch Krankenhäuser eben an dem Thema New Work nicht mehr vorbeikommen, weil sie sonst auch im Wettbewerb um junge Talente zurückfallen. Ist das deine persönliche Einschätzung und Erwartung für die Zukunft oder bestätigt dir das aktuell vielleicht schon der Austausch mit jungen Nachwuchskräften, jungen Talenten, die du mal hier und da sprichst oder kennenlernst, wenn sie bei euch einsteigen? Beides. Also das ist eine Spange, die sich schließt so langsam. Wir alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und die Arbeiten zur Generation Y und Z kennen, ja, die Erwartungshaltung, was heute Menschen eigentlich von Arbeit erwarten und wie sich Arbeit ändern wird.
gepaart mit den Erfahrungen tatsächlich. Junge Menschen, auch im Pflegedienst, aber auch in anderen Berufsgruppen, kommen heute nicht mehr in die Kliniken, weil wir dort Arbeit haben. Arbeit finden sie überall und gut ausgebildete Menschen sowieso. Sondern sie kommen zu uns auch mit den Fragen, was sie hier bei uns erreichen können, wie Karrieremodelle aussehen, wie Entwicklungspotenziale aussehen. Das Thema klassisch halbe Stelle, dreiviertel Stelle, 100% Stelle findet so nicht mehr statt. Ja, die Menschen kommen mit sehr konkreten Ansprüchen. Ich möchte 80% oder 85% arbeiten. Ich habe so für mich so einen Rhythmus, dass ich da so einen Tag die Woche frei brauche. Also die Bedeutung von Arbeit hat sich in der Generation Y und Z komplett verändert. Und das ist tatsächlich tägliche Praxis, mit der wir konfrontiert sind. Ja. Auch der Arbeitsort. Also wie gesagt, Menschen kommen nicht zu uns in die Klinik, weil wir hier Arbeit haben, sondern sie sagen konkret, ich möchte mich für diesen Arbeitsbereich, interessiere ich mich, da möchte ich Erfahrungen sammeln, da möchte ich was lernen. Und wenn ich ihnen anbiete, sagen, aber der andere ist vielleicht auch ganz attraktiv, weil ich da vielleicht im Moment in einer Unterbesetzung bin, dann sagen mir die Menschen, dann komme ich nicht. Ja, das heißt, die Situation hat sich komplett verändert. Und wir wissen natürlich auch von der Generation Y und Z, und das ist dann eher der theoretische Teil, dass wir einen Arbeitsmarkt haben, der gerade in diesen ganzen Start-ups von sehr viel Freiheiten, Autonomie geprägt ist, von Möglichkeiten, sich einzubringen, mit seinen eigenen Ideen zu arbeiten. Und wir bewegen uns in diesem gleichen War of Talent. Wir kämpfen um die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und daher ist es wirklich, dieses Spannungsfeld, es zeigt sich in der Praxis eindeutig. Okay, finde ich sehr gut, wenn das auch jemand mal aus dem Krankenhausumfeld unmittelbar genauso sieht. Ich erzähle das ja auch schon länger, aber wenn man es jetzt nochmal von innen bestätigt bekommt, deine Geschäftsführungskollegen oder Pflegedirektoren an anderer Stelle, dann ist das auf jeden Fall auch hilfreich. Und ich denke auch, das bestätigen die Studien. Ne? Das wird sonst echt schwierig, wenn man sich nicht zumindest auch ein bisschen in die Richtung bewegt. Beim LWN-Klinikum in Gütersloh, da seid ihr ja schon seit längerem aktiv, um eure Organisation in Richtung New Work, Agilität weiterzuentwickeln. Und sofern ich das richtig verstanden habe, neben der klassischen Silo-Linienorganisation arbeitet ihr losgelöst davon auch schon agil in bestimmten Projekten. Und meine Frage ist, wie verträgt sich das denn miteinander und wie schaffen es die Mitarbeiter, zwischen den zwei Welten hin und her zu springen? Das ist hochspannend und vielleicht manchmal sogar frustrierend für den einen oder anderen, weil wir natürlich eine Klinik sind, die letztes Jahr 100-jähriges Bestehen gefeiert hat und diese Strukturen einer Stablinienorganisation tief in der DNA einer solchen Klinik einfach atmet. Und wir haben hier über die 3 Jahre Krankenhausbetriebsleitung, wir steuern das Krankenhaus zu dritt, ärztliche Direktion, Pflegedirektion, kaufmännische Direktion, schon vor längerer Zeit diese Stabsgruppe für Klinikentwicklung und Forschung etabliert. Der Name ist auch noch alt, ja, Stabsgruppe entspricht der Stablinienorganisation, entspringt aber ein Stück weit der Idee von Kotter, nämlich ein duales Betriebssystem zu etablieren. Das heißt, ich habe die Linie, weil wir sie auch von jetzt auf gleich nicht wegbekommen. Und eine Linie hat an manchen Stellen auch Vorteile. Allerdings nicht in jedem Fall in einem Krankenhaus. Gerade Entwicklungsprozesse oder Entscheidungsvorbereitungen sind in einer Linie einfach zu langatmig. Dafür gibt es diese Stabsgruppe, die mit unterschiedlichen Kompetenzen ausgestattet ist. Wir haben Menschen, die drittmittelorientierte Forschung betreiben, darüber eingestellt sind. Wir haben aber auch das Qualitätsmanagement, das Medizincontrolling in dieser Gruppe. Und wir reflektieren jedes Thema immer, in welcher Frage hat es eine externe Relevanz, hat es eine interne Relevanz und wer kann was zu dieser Entwicklung beitragen. Ja, also im Sinne, wer übernimmt Verantwortung für was? Also eine hohe Agilität in der Frage der Verantwortungsübernahme, in der Entscheidungsvorbereitung, aber auch in der Schulung und Mitnahme der Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir probieren, und das ist der Vorteil dieser Stabsgruppe, es ist eine Stabsgruppe der Krankenhausbetriebsleitung und damit hat sie die Legitimation, in allen Bereichen quer rein zu agieren und auch mit den Leuten quer zu kommunizieren, die richtigen Menschen an einen Tisch zu bekommen, ohne jetzt lange Linienprozesse zu fahren. Das ist jetzt, ich würde sagen, ein zartes Pflänzchen, aber eine gute Möglichkeit, um diese Prozesse erlebbar zu machen.
Ja, verstehe. Ohne Rückendeckung wäre es wahrscheinlich auch mühselig, ne? Dann besteht die Gefahr wahrscheinlich, dass man, wenn die Leute den Sinn noch nicht erkennen, eher auflaufen lassen einen. Ne? Ja. Genau so ist das. Ich vermute mal, dass der Übergang ja auch zunächst mehr Ressourcen oder zusätzliche Ressourcen benötigt. Trifft das zu? Und wenn ja, war es schwierig dafür, das Okay der gesamten Geschäftsleitung zu erhalten? Ich meine, du bist jetzt, zumindest du im Team, ich weiß nicht, ob deine anderen beiden Kollegen aus der Geschäftsführung auch, aber wie wurde das dort gesehen? Das ist natürlich immer ein Aushandlungsprozess. Also, aber was es braucht, das hast du vorhin schon mal angeschnitten, ist es ein gemeinsames Commitment. Ja, also ein Geschäftsführer oder eine solche Krankenhausbetriebsleitung muss sich einig sein in so einem Prozess. Also es ist nicht etwas, was jetzt in einer Linie funktioniert. Wenn ich das jetzt für den Pflegedienst etablieren wollte, würde ich scheitern, ja, wenn wir nicht das gesamte Unternehmen mitdenken. Es ist natürlich aber ein Aushandlungsprozess zum Thema Ressourcen. Wir haben das Glück, dass wir über Drittmittel finanzierte Projekte auch Mitarbeiterressourcen haben, die wir auch zum Denken in anderen Prozessen durchaus einbinden und mitnehmen können. Wir haben versucht, auch Standardklinikprozesse wie QM, wie Medizincontrolling quasi in diese Struktur reinzuholen, um das Know-how, was wir in der Klinik haben, immer zu reflektieren und zu überlegen, wer übernimmt jetzt Verantwortung für was. Und das zeigt sich in so einer Struktur, die jetzt nicht unbedingt in der Linie ist, dass es viel einfacher ist, klarzumachen, ach, das ist ein Thema, da habe ich eine hohe Affinität, das übernehme ich im Verantwortungsbereich. Ja. Jemand anderes hat ein anderes Thema. Jetzt haben wir zum Beispiel sehr aktuell mit unserem Verband einen Piloten hier geschaltet, wo wir das Thema Patientenbefragung komplett neu aufstellen wollen, wo wir wirklich auch qualitätsorientierte im Sinne von Outcome-Parametern Patienten befragen wollen. So was kriegen wir hier relativ schnell hin, weil wir einerseits das wissenschaftliche Know-how haben, wir haben andererseits aber auch die methodischen Kompetenzen und können so deutlich schneller interagieren. Was wir aber nie vergessen dürfen, ist, dass wir die Mitarbeiter, Demokratisierung von Arbeit, konsequent mit einbeziehen in diese Prozesse. Mhm. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel dazu. Das Thema familienorientierte Arbeitszeit ist überall en vogue und jeder spricht darüber, aber ich habe noch nie wirklich ein super Konzept gefunden. Mhm. Es gilt auch für unsere Klinik. Wir haben noch kein super Konzept zu dieser Frage. Wir sind aber dabei. Und hier nehmen wir zum Beispiel alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt mit in einer Workshop-Struktur. Sie wird jetzt wahrscheinlich online aufgrund von Corona stattfinden. Also junge Familien, wir nehmen aber auch Menschen mit, die zum Beispiel ihre zu pflegenden Angehörigen zu Hause versorgen und probieren gemeinsam, also das Know-how der Mitarbeiter zu nutzen, also eine gewisse Schwarmintelligenz, um dort konzeptuell die beste Entscheidung zu treffen. Und also es nützt nicht nur was, dass man so eine schöne Gruppe hat, die sehr agil ist, die wunderbar sich die Bälle zuspielt, sondern man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Ansonsten ist es auch viel Energie reingebracht ins System ohne großen Effekt. Ja, das würde ich auch so unterschreiben, wenngleich ich selber in solchen Konstrukten noch nicht genau gearbeitet habe. Noch eine Frage zu den Ressourcen. Stellen die Linien, sagen wir mal, Vorgesetzten, die Mitarbeiter dann dafür frei? Oder sind es vielleicht überwiegend sogar, ich nenne das mal noch Leute aus der Generation X oder Babyboomer? Früher war das ja so üblich, es gibt ein Projekt, ja, du kriegst ein Projekt, super, und dann machst du die ganze Arbeit noch on top obendrauf. Wie läuft das bei euch? Es ist so und so. Wir haben beides, ja. Und ich bin ja ein klassischer Generation Golf-Typ, ja. Ich komme aus der Generation X und ich habe ja immer noch gedacht, ich sei sehr jung. Das muss ich jetzt aber so langsam relativieren, wenn man natürlich die Y und Z sieht, mit welchen Ideen die reinkommen. So, und ich glaube, wenn man ein offenes Ohr hat, dann kann man auch die Ressourcen gut steuern. Also zum Beispiel haben wir viele junge Kollegen, die wirklich Lust an sowas haben und die auch in der Lage sind, wenn man ihnen die Freiräume gibt, zu sagen, pass auf, probier das in deinen Arbeitsablauf zu integrieren. Mhm. Probier das in dein tägliches Tun zu integrieren. Mhm. Das funktioniert gut. Wir haben aber natürlich auch Menschen, die stellen wir frei für definierte Projekte. Mhm. Also kurzum, ohne
ohne Ressourcen wird es nicht funktionieren. Einfach allen zu sagen, jetzt macht man was anderes. Macht sich nicht von selbst. Macht sich nicht von selbst, klappt nicht. Ja. Und es braucht am Ende auch Leader. Es braucht in der Mitarbeiterschaft Menschen, die das vorleben. Ja, oder auch wenn ich das nicht vorleben würde und jetzt jede Entscheidung zentral runter einfach durchdrücke, dann ist das eine Totgeburt. Dann funktioniert es nicht. Und also es braucht Leader, die wirklich auch das am Ende vorleben, sagen, okay, lasst uns die Köpfe zusammenstecken und gemeinsam die beste Entscheidung treffen. Leader und Multiplikatoren wahrscheinlich auch weiter runtergebrochen. Ja. Ne? Krankenhäuser haben ja traditionell sehr lange Entscheidungswege. Die Corona-Krise hat jetzt hier und da Dinge beschleunigt, die vielleicht sonst Jahre gebraucht hätten und auf einmal dann doch möglich sind. Aufgrund von äußeren Drucks würdest du sagen, dass das eine Erfahrung ist, die auch zukünftig genutzt wird? Oder ist es einfach nur unter Druck machbar und man wird in einem anderen, sagen wir mal, normalen Arbeitsmodus wieder eher auf die Verlangsamung zurückfallen? Ja, ich glaube, wir haben ja schon Erfahrung gemacht. Die erste Welle im Frühjahr, ja, die uns ja noch gar nicht so dolle getroffen hat. Die zweite Welle trifft uns ja jetzt Corona-bedingt viel stärker. Da haben wir viel auf einmal an den Start gestellt. Also ich sage mal, Digitalisierungsprozesse im Krankenhaus, Projekte, wo es 10 Jahre gebraucht hat, um Dinge langsam an den Start zu bekommen, haben in Wochen funktioniert. Ja, in 1, 2, 3 Wochen konnten Sachen umgesetzt werden. Das habe ich als enormen Booster erlebt. Ja, also ich sage mal, wenn man Corona irgendwas Positives abgewinnen will, dann sicherlich, dass die Digitalisierung auch in den Kliniken auf einmal in einer Radikalität Einzug erhalten hat, die dem einen oder anderen das Mitkommen deutlich erschwert haben. Das ist das eine. Aber ich habe auch erlebt, wie wir dann alle, inklusive meiner Person, im Sommer relativ froh waren, ja, dass dieser Sprint, den wir dort im Frühjahr hingelegt haben, jetzt ein bisschen abebbt, wir Luft holen können. Und dann gab es schon auch so Tendenzen, also nicht, dass es eingeschlafen sei, aber wir merkten erst jetzt wieder, dass wir doch wieder Fahrt aufnehmen müssen. Aber Veränderungsprozesse, ich glaube, dass Krisenveränderungsprozesse vorantreiben. Ich glaube auch sehr stark daran, dass solche Fragen wie New Work, Demokratisierung von Arbeit, neue Form von sinnstiftender Arbeit kein schleichender Prozess ist. Wir sind jetzt in einem Fachkräftemangel und wir müssen uns jetzt fragen, ob junge Menschen das Krankenhaus interessant für sich finden. Und daher glaube ich sehr stark daran, dass solche Entwicklungen fast nur radikal funktionieren. Also in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Man kann sich nicht vorstellen, dass das ein Prozess ist, der über 10 bis 20 Jahre schleichend zu einem definierten Ziel hinkommt, weil dann sind die Menschen nicht mehr da und arbeiten woanders. Also das zeigt aber auch Corona. Also radikale Veränderungen sind auch in einem Krankenhaus möglich. Und ich vergleiche jetzt auch den Fachkräftemangel mal mit einer hohen Drucksituation, ähnlich wie Corona. Und selig sind die, die sich frühzeitig jetzt mit diesem Prozess auseinandersetzen und sich Marktvorteile am Ende auch verschaffen. Stimmt, spannend. Das wäre jetzt meine, hatte ich auch noch als Notiz, als Frage, evolutionär oder radikal oder sagen wir harte Schnitte. Ja. Du hast jetzt eher den letzten Punkt gemacht, es braucht harte Schnitte. Dann habe ich die Frage, wie kann man sich das vorstellen? Sagen wir mal, du hast ja sehr teilweise von der obersten Führungsebene abhängig, also zum Beispiel Chefärztinabteilung, Pflegedienstleitung und so weiter. Wenn jetzt jemand Babyboomer ist, dann ist er tendenziell, das gilt nicht immer, aber in der Tendenz ist er nicht ganz so veränderungsoffen wie vielleicht jemand von Generation Y. Und man kann natürlich, oder diese Stellen werden ja nach und nach frei über einen gewissen Zeitraum. Es ist ja unwahrscheinlich, dass man innerhalb von 3 Jahren, dass alle Chefärzte zufällig in Rente gehen. Muss man dann irgendwie parallel 2 Modelle fahren und das alte Modell ausphasen? Oder glaubst du, dass der Druck so stark sein wird, dass man alle Leute auch an der Spitze dafür gewinnen wird oder ihnen irgendwie Brücken baut, dass es schneller klappt? Spannende Frage, wenn ich darauf eine Antwort hätte.
wäre ich wahrscheinlich der meistgefragteste Mann in der Bundesrepublik. Nein, also ich glaube tatsächlich, dass alte Dialektik, beides ist hier richtig. Ja? Also wir machen es ja selber mit dieser Stabsgruppe für Klinikentwicklung. Wir haben eine Linienorganisation, die auch nicht von heute auf morgen zu verändern ist. Das ist auch Akzeptanz, dass das so ist. Aber wir probieren damit diese Idee und auch also das erkennbar machen, dass so eine agilere Struktur nicht gefährlich ist, sondern sie unterstützt in gewissen Prozessen. Mhm. Und andersrum glaube ich aber trotzdem, dass wir das nicht evolutionär hinbekommen werden. Mhm. Also wenn man als Krankenhaus überleben will, dann brauchen wir Mitarbeiter als Expertenorganisation. Wir funktionieren anders als ein Betrieb, wo man nochmal überlegen kann, ob man nicht noch eine zusätzliche Maschine irgendwo hin platziert, damit man verlorenes Mitarbeiterpotenzial kompensieren kann. Wir funktionieren nur und in der Psychiatrie ganz explizit nur mit gut ausgebildeten Mitarbeitern, weil die Sprache ist unser Instrument und darüber arbeiten wir mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden, sind wir auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, wirklich gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen zu haben. Und da wird sich nicht, also nicht die Y und Z werden sich umorientieren und sich in ihrer Haltung zur Arbeit an die Xer oder Babyboomer anpassen, sondern wir müssen es als Unternehmen tun. Und da sind wir sehr gefordert. Okay, wird also eine spannende Zeit in den nächsten Jahren. Ich würde mal, das klingt nach gewaltigen Change-Prozessen, die vor allen Krankenhäusern stehen. Noch eine konkrete oder eine Frage nach einem konkreten Beispiel für die Umsetzung von New Work oder Agilität bei euch in der Klinik. Hast du nochmal, ich glaube, du hast es gerade schon mal was angedeutet, hast du mal was sehr, sehr konkret Greifbares? Ja, ich mache es jetzt also an einer Kleinigkeit feste, vielleicht, die jetzt in den letzten Wochen hier Einzug gehalten hat, ist vielleicht auch den Menschen manchmal gar nicht so bewusst. Die Auszubildenden im Pflegedienst zum Beispiel, es gibt ja das neue Pflegeberufe-Reformgesetz, dort sind deutlich verschärft die Praxisanleitung, die praktische Ausbildung in den Fokus genommen worden, um die Ausbildungsqualität zu verbessern. Und Land auf, Land ab sind das häufig integrierte Praxisanleiter, die das irgendwie in ihrem Stationsgeschäft tun. Dann fällt aber jemand den Dienstplan aus, dann können sie die Praxisanleitung nicht durchführen. Und die Frage ist, da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das gemeinsam, also agil, Demokratisierung von Arbeit, wir haben uns überlegt zusammen, wie kriegen wir das denn hin hier? Was ist die beste Idee für diese Praxisanleitung? Und dann, wir haben bisher so um die 40 gehabt im gesamten Unternehmen und alle waren aber relativ unzufrieden. Und dann gab es die Idee, gut, dann bündeln wir diese doch. Dann machen wir doch jetzt ein Team, genau, das nichts anderes macht, als wirklich eine gute praktische Ausbildung. Ich würde mal sagen, wie jedes, also wir haben hier Miele um die Ecke in Gütersloh mit Ausbildungsabteilung, also in eine ähnliche Art und Weise. Wir haben jetzt Ausbildungsstationen definiert. Wir haben dort jetzt Menschen, die hauptamtlich für die Ausbildung, für die gute Ausbildung da sind. Und das ist ein gutes Beispiel, wie man auf einmal eine sehr tradierte Form des Unternehmens relativ schnell innerhalb von Monaten, 2, 3, 4 Monaten umbauen konnte, wo wir hochqualifizierte Mitarbeiter von außen und von innen gewinnen konnten. Ja. Und wir haben jetzt in den ersten Monaten auch schon durch unsere theoretische Ausbildungsstätte, durch die Auszubildenden ein riesen super Feedback bekommen, dass hier, also dass dieses Thema wertgeschätzt wird. Also, wow, super. Das freut mich. Vor allen Dingen zeigt es mal wieder, wenn man das Thema Personal ernst nimmt, dann kann man im Unternehmen so viel verändern. Ne? Das muss eigentlich wirklich der Geschäftsführungsfokus sein. Ne? Also, es geht bei der Ausbildung los. Es geht los. Da rekrutieren wir doch die Nachwuchskräfte von morgen. Wenn die zufrieden sind bei uns mit der Ausbildung, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Okay, spannend. Nochmal zurück auf sozusagen ein bisschen die Vogelperspektive. Eigentlich gilt das für die gesamte Organisation. Und zwar ist nochmal jetzt meine Frage, welche Rolle spielt bei dem Ganzen, bei den Veränderungen, die bevorstehen, das Thema Mindset? Hältst du Top-Führungskräfte in der Krankenhausbranche vom Mindset her schon reif und bereit für New Work? Jetzt habt ihr natürlich bei euch im Hause eher schon Vorsprung, weil die Leute damit wahrscheinlich schon eine gewisse Zeit in Berührung gekommen sind. Du bist aber sicherlich auch so gut vernetzt, triffst hier und dort mal auf, zumindest vor Corona, Leute auf Konferenzen, sonst welchen beruflichen Veranstaltungen. Was würdest du sagen? Prozentzahl ist wahrscheinlich schwer zu geben, aber
Sind die Leute mindsetmäßig schon bereit dafür oder fehlt das bei einigen noch oder bei zu vielen? Jetzt ist die Frage, viel Feind, viel eher nein. Also wie ich meine Antwort auslege, nein, die will ich jetzt natürlich nicht politisch gewichten, die Antwort. Ich glaube, wir haben da noch eine Menge aufzuholen tatsächlich. Mhm. Und das sehen wir ja auch in unseren Führungskadern, dass wir tatsächlich, also Unternehmensleitungen, Konzernleitungen setzen noch nicht auf wirklich junge Führungskräfte, sondern eher auf die Xler im Moment mit Erfahrung und so weiter. Und auch die Babyboomer sind natürlich in diesen Riegen noch da. Und das erlebe ich auch, dass nicht alle, aber durchaus es da schon noch eine Menge Menschen gibt, die sagen, Moment, ihr seid hier zum Arbeiten und nicht, um euch selbst zu entwickeln. Mhm. Und das ist schon ein riesen Generationen-Clash. Ja? Und ich glaube, dass wir da noch aufholen müssen. Also es ist noch nicht im kompletten Mindset vertreten. Und ich finde auch was wir hier, wie Stirnrunzeln von außen, zu sagen, naja, muss das denn alles sein? Und das ist noch ein Weg zu gehen. Aber wie gesagt, es dauert, ich meine, die Xler kommen immer mehr ans Ruder, ja, also oder sind am Ruder. Und auch die Zettler sind mittlerweile schon ein paar Tage alt geworden. Die gehen jetzt an die 30 ran so langsam und werden dort in Führungspositionen kommen und dementsprechend auch das Mindset verändern. Also jede Generation hat ja von der anderen damals gesagt, dass da nie was raus werden wird. Ja, ja. Also, Platon schon, glaube ich. Alle haben, ja, ich bin Platon schon, genau richtig. Ja. Und alle haben sich geirrt, das ist ja das Schöne an der Sache. Ja, ja. Und genauso glaube ich auch, dass die Y und Zettler das wunderbar hinterher machen werden, aber sie werden es ganz anders machen. Anders, okay. Jetzt haben wir gerade auch über Top-Führungskräfte gesprochen. Andererseits, Top-Führungskräfte werden ja in der Regel auch berufen, zum Beispiel in den Krankenhausgeschäftsführung. Da sind dann wieder Eigentümer-Trägergremien relevant. Das ist auch jetzt nur rein hypothetisch, aber um das Ganze mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Glaubst du, dass ein Bewerber für einen Geschäftsführerposten in einem Krankenhaus in Deutschland gute Chancen hat, wenn er in seinem, sagen wir mal, Bewerbungskommuniqué, seiner Vorstellung, Eigenpräsentation, die Umsetzung von New Work als wesentlichen Kern seiner Amtsausübung ankündigt? Oder ist das noch schwierig? Oder sollte man vielleicht, wenn man das denn möchte, strategisch das dann eher später auf den Tisch legen, wenn man dann am Start ist? Nö, ich bin dafür offen und ehrliche Kommunikation, wenn man deutlich machen kann. Also ich finde, New Work ist jetzt kein Selbstzweck. Ja, und sondern die Frage ist, was will ich damit erzielen? Und ich muss dadurch, also ich muss die Marktlage gut im Auge haben. Natürlich spielt die Ökonomie eine Rolle. Dafür bin ich hier als Krankenhausbetriebsleitungsmitglied mit allen dreien, also mit meinen Kollegen, mit den zwei, also jetzt zu dritt verantwortlich. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Aber um das herzustellen, damit wir das erzielen können, müssen wir die Marktlage, die Stakeholder und dementsprechend auch die Mitarbeiterorientierung sehr akzentuiert wahrnehmen. Und da muss man sich mit den Modellen auseinandersetzen, die im Moment auf dem Tisch liegen und das Thema, wie gesagt, aus den 60ern New Work adaptiert für das Gesundheitswesen. Und ich sag mal, wir haben es mit mittlerweile genug Netzwerkunternehmen draußen zu tun. Nehmen wir Burzorg zum Beispiel in den Niederlanden, die ja innerhalb von 10 Jahren fast ein Dreiviertel des Marktanteils der ambulanten Pflegedienste übernommen haben, einfach mit einer agilen, hochdemokratischen Art und Weise zu arbeiten. Und ich stelle mir immer die Frage, und das sollten sich dann vielleicht auch Eigentümer, Gesellschafter, Politik, die genau Menschen wie mich und andere berufen in solche Funktionen überlegen. Was machen wir in solchen Institutionen wie Krankenhäuser, wenn übermorgen vor unserer Haustür so ein Netzwerkunternehmen aufmacht? Mhm. Und genau mit diesen Arbeitsstrukturen. Ja, das meine ich wirklich auch tot ernst. Ja. Und diese Frage müssen wir uns hier täglich stellen. Was ist, wenn morgen einer vor unserer Haustür so ein Unternehmen gründet? Ja. Und es ist immer einfacher, solche Strukturen in neuen Unternehmen aufzubauen, als in tradierten alten Unternehmen. Und daher müssen wir uns sehr akzentuiert auf den Weg machen, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich würde jedem raten, der sich auf solche Positionen bewirbt, das akzentuiert so zu tun. Aber nicht zum Selbstzweck, sondern klarzumachen, warum es wichtig ist für ein Krankenhaus, sich heute auf diese Reise genau zu begeben. Okay, dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Was ist dein wichtigster Tipp an Klinikgeschäftsführer?
egal aus welchem Bereich, wie Sie sich dem Thema New Work nähern können. Falls Sie jetzt, und ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass Sie jetzt durch dieses Interview mit dir, wenn Sie noch im Zögern waren, wahrscheinlich mehr Signale bekommen haben oder jetzt eigentlich denken, okay, ich glaube, ich kann mich dem Ganzen nicht mehr verschließen. Was ist der wichtigste Tipp, den du für diese Person hast? Das ist nicht einer. Ich glaube, vielleicht doch einer. Da also, kannst du auch Top 3 nennen. Ja, genau. Also offen zu sein, also das Ohr an der Belegschaft zu haben, ja, also an der Belegschaft zu haben, die Frage, sich wirklich mit der Aufbauorganisation auseinanderzusetzen und zu überlegen, was hemmt in der Aufbauorganisation, was unterstützt Entwicklungen und die Weisheit der vielen zu nutzen. Ja, also wirklich die Kollegen strategische Fragen auch der Unternehmensausrichtung mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren in einer Art und Weise, so dass wir sie mitnehmen können. Und auch das Feedback einholen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass ich würde immer von mir weisen, also hier meine Leitung, ich bin ja auch in der Hierarchie eingebunden und da gibt es auch Menschen darunter, die sind immer manchmal ein bisschen irritiert, wenn ich sie frage, was glaubt ihr denn, was die beste Entscheidung ist? Weil ich glaube nicht, dass ich die habe. Ja, also ich kenne die nicht, im Moment noch nicht und wir müssen es diskutieren. Und wenn wir es jetzt zusammen nicht wissen, dann müssen wir noch mehr Menschen einbinden. Mhm. Also ich glaube, diese Erwartungshaltung und vielleicht das ist ein wichtiger Tipp, auch zu glauben, dass man als Geschäftsführer oder Top-Management-Ebene immer die besten Entscheidungen trifft, das glaube ich nicht. Und wenn man da ein bisschen in sich geht und dann sein Unternehmen mitnimmt in diesen entscheidenden Fragen, hat man im Sinne von Agilität, Demokratisierung von Arbeit eine Menge gewonnen, weil Menschen dann sagen, das, was ich hier tue, ergibt Sinn, ich kann mich beteiligen, ich kann mich auch in Unternehmensprozessen beteiligen und also es gibt ja immer diese Frage kriegen wir Mitarbeiterbindung hin und erzeugen wir Klebeeffekte? Und ich glaube, Mitarbeitergewinnung, ist natürlich das eine Thema, wo alle viel, viel, viel tun. Mhm. Aber Klebeeffekte im Sinne von Mitarbeiterbindung, da finde ich jetzt New Work für mich als den Ansatz, wo ich am meisten rausziehe. Ja, super. Dann ganz herzlichen Dank für das spannende Interview. Wie gerade schon gesagt, ich glaube, da hast du jetzt vielen echt sozusagen noch den letzten Schubs gegeben mit den Dingen, die du berichtet hast. Möchtest du noch irgendeine Webseite angeben oder wo man dich erreichen kann? Xing, LinkedIn, was auch immer. Bist du irgendwo präsent? Ja, klar, übliche Kanäle. Also man findet mich auf Xing, man findet mich bei Twitter, man findet mich natürlich auch auf den Seiten des LWL-Klinikums Gütersloh, aber auch der Fachhochschule der Diakonie, wo ich als Honorarprofessor ja noch tätig bin. Ja. Das sind so, also im Netz findet man mich. Ja. Gut, super. Also dann nochmal ganz herzlichen Dank, Michael, dass du dabei warst. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja. Auch dir als Hörer, vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Bis bald, dein Lars Holdorf. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du als Geschäftsführer, Pflegedirektor oder Personalleiter wissen möchtest, wo euer Haus im Vergleich zu anderen bei der Auslandsrekrutierung steht, welche aktuellen Markttrends du kennen solltest und ob es auch für euch noch Stellschrauben gibt, mit denen ihr bei ausländischen Ärzten und Pflegekräften noch mehr Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbindung erreicht, dann sichere dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch mit Dr. Lars Holdorf. Gehe dazu jetzt einfach auf www.drholdorf.de/termin und frage einen kostenlosen Gesprächstermin an.